haben wir den Teufel aufgefunden. Und der ist sogar ganz aufgefallen. Ach, weil ich größer bin. Gut, okay. Na da. Ist das besser als Knacker und Ei? Hallo ihr Lieben, einen wunderschönen guten Tag hier von Wanda Fritzen und herzlich willkommen zurück zu einem kleinen neuen Film. Heute bin ich mal nicht als Wanderfritze direkt unterwegs, also für eine richtige Wanderfritzenwanderung. Heute machen wir was, die Kinder. Wir sind heute in Schellerau unterwegs und hier in Schellerau gibt es einen Kinderwanderweg, der nennt sich Teufelino Wanderweg. Da gibt es ein kleines Prospekt mit Stempeln und die Kinder können dann diesen Weg, der ca. 6 Kilometer lang ist hier, rings um Schellerau diesen Weg natürlich laufen. Es gibt zahlreiche und wunderschöne Informationen zur Fauna und Flora hier im Gebiet des Osterzgebirges. Und die Kinder können natürlich unterwegs auch Stempel einsammeln. Es gibt Stempelstellen, da gibt es einen Stempel und es gibt, wie gesagt, am Start einen Prospekt. Da sind die Stempelstellen auch gekennzeichnet. Die Kinder können die Stempel reinmachen und somit auf 6 Kilometern ein bisschen was über die Tier- und Pflanzenwelt hier in unserer schönen Gegend einfach mal lernen. Also, wenn ihr mich und die Kinder begleiten wollt, dann jetzt entspannt auf die Couch setzen, in den Sessel zurücklehnen, ein bisschen Tee, Kaffee, Eistee trinken, ein bisschen Kuchen oder Gebäck dazu essen. Und ich würde sagen, es geht los mit den Kindern auf dem Teufelino Wanderweg. Unser Startpunkt ist hier am Parkplatz am Café Rotter. Es geht die Hauptstraße hinauf bis zur Kirche. Hier oben fängt auch der Teufelino Wanderweg an, nämlich über den Höllenweg. Das ist ein Teil dieses Wanderweges. Wir kommen dann hier unten an der Schellermühle raus. Es geht entlang Weißeritz bis zur Gute-Laune-Brücke. Und dann geht es wieder hinauf. Und an dieser Stelle hier oben ist der erste Teil der Höllenweg beendet und es beginnt der Himmelweg. Es geht vorbei am Botanischen Garten über das große Feld und hier kommen wir dann an einer Schutzhütte vorbei. Hier gibt es ein Memory-Spiel, bevor es hier an dieser Stelle dann einen kleinen Abstecher zur Stephanshöhe gibt, denn hier oben ist der Fluchtort des Teufelinos. Das sind ca. 150 Meter bis zu diesem Aussichtspunkt. Es geht wieder zurück auf die eigentliche Route und hier entlang kommen wir am Skihang und letztendlich wieder zurück in den Ort von Schellerau und natürlich wieder zurück zu unserem Ausgangspunkt. Bevor es aber losgeht, möchte ich mich noch bei allen PayPal-Spendern hier bedanken, die mir einen kleinen Kaffee spendiert haben. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Ich bin auch schön, dass ich mal recht den Weg weiter. Mama, wenn ich hier zum Weg hier wollte, dann kriegst du den ersten Stempel für die Sonne genießen oder einfach entspannen. Das heißt, hier kann man eigentlich nur liegen. Hier an diesem Spielplatz beginnt der erste Teil des Teufelino Wanderweges. Es gibt zwei Start- oder Zielpunkte. Zum einen dieser hier an diesem Spielplatz oder oben am Botanischen Garten, da wo der Himmelweg beginnt. Das heißt, es gibt zwei Wege, nämlich einmal den Höllenweg und einmal den Himmelweg. Und wir machen hier zuerst den Höllenweg. Thank you.
ein Rehbock, ein Steinpilz. Und was hast du? Der Rotfuchs. Was ist das? Der Feldhase. Der Feldhase. Guck, wie groß der ist. Ja. Hier im Tal der Weißeritz machen wir eine kleine Rast. Ein Stück. Mhm. Noch mehr? Du hast auch eins gekriegt, ja. Oh. Da wird mir nicht zu dick werden. Ich will auch noch eins. Oh, zwei kriege ich sogar. Muss ich eins abgeben oder kriege ich mir auch zwei? Ja. Nichts abgeben. Ach, weil ich größer bin. Gut, okay. Na da. Mama? Ist das besser als Knacko und Ei? Mama darf nicht so dick auch werden. Aber Käse, Knacko und Lenschen ist natürlich auch schön, ne? Das Lenschen ist bestimmt alle. Gute angekommen. Wenn ich mit meinem Brötchen auf vielen und langen Weg unterwegs war, hatte ich meine gute Laune manchmal einfach verloren. Deshalb erzähle ich dir mein Geheimnis. Wenn du über diese Brücke gehst, dann nicht vorwärts, sondern rückwärts. Dann verlierst du die gute Laune nicht und sie bleibt bei dir. Probier es mal aus. Hier an dieser Stelle endet der Höllenweg und es beginnt der Himmelweg. Wir wandern mit Kindern, ne? Also ich habe keinen Rucksack. Da. Eins, zwei, drei. Wie sich das gehört, ne? Wandern mit Kindern nennt man das. Die Freude ist jetzt nicht so schlimm. Nein, das ist der Wind. Die Quetsche, deine habe gute mitgenommen zur Herbstdeko. Ich weiß auch was. Achtung. Und? Ja! Ich weiß auch was. Aber das ist ein Lava aus dem Vulkan. Tee. Und du? Ich hab Lava gesagt. Ah? Da hast du 1, 2, 3, 4, 5 Stempel und auf der anderen Seite
der Teufel. Da haben wir den Teufel auch gefunden. Ach so, dann ist das gar nicht das Haus der Hexe Baba Yaga. Wie rutscht ihr hier durch? Ich wette, es ist halb deck. Reite nur für Leichtgewichte. Vorsicht, das Pferd ist alt und gebrechlich. So, Leichtgewicht aufsteigen. Schau, da war echt noch was. So. Wow. Mit Klappergaul. Der Belohnungskuchen. Das ist für mich. Das sind jetzt 10,50 Euro sind das jetzt hier. 10,50 Euro. Kann ich bezahlen. Mhm. Ich habe 10er-Schein und 50 Cent. Mhm. Aber lecker ist er. Sehr lecker. Darf ich mal probieren? Gleich. So, ihr Lieben, das soll es für heute schon gewesen sein. Hier von der kleinen Rund auf dem Teufelino-Wanderweg. Also ich muss sagen, für die Kinder ist das natürlich optimal. 6 Kilometer ist eigentlich für jedes Kind zu schaffen. Und natürlich, dieser Weg ist wunderschön angelegt. Man hat sich ja richtig Mühe gegeben, diese ganzen Infotafeln aufzustellen, dieses Wissen hier darzulegen und auch die Figuren, die hier geschnitzt worden sind, teilweise mit der Kettensäge. Auch die Rätsel, die hier aufgebaut sind, die man machen kann, es ist wirklich wunderschön. Also ich kann euch diesen Weg eigentlich nur wärmstens empfehlen, gerade mit Kindern. Deswegen ist er ja auch der Teufel im Kinderwanderweg. Wie gesagt, 6 Kilometer lang. Ihr habt hier mehrere Parkmöglichkeiten. Die Parkplätze sind wie immer unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und wenn natürlich das Café heute auf hat, dann könnt ihr dort auch Kaffee trinken und den Tag dann richtig schön ausklingen lassen. Also in diesem Sinne, hier auf meinem YouTube-Kanal könnt ihr gerne ein Abo dalassen. Gerne was kommentieren und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann auch die Glocke betätigen, dass ihr in Zukunft nichts mehr verpasst. Bei Facebook könnt ihr gerne ein Like da lassen, gerne was kommentieren. Und bei Instagram seht ihr natürlich immer das ein oder andere Foto. Ihr könnt mich unterstützen, zum einen über PayPal oder über die Suchlinks-Funktion bei YouTube. Bei beiden ist der Betrag frei wählbar. Ich freue mich natürlich über jeden einzelnen Cent, den ihr mir spenden könnt. Wer was zu meinen Ausrüstungsgegenständen wissen will, der geht einfach mal auf meine Internetseite. Hier unten am Bildrand nochmal eingeblendet, www.der-wanderfritze.de. Da gibt es eine Reiter Ausrüstung. Einfach mal draufklicken und da kommt jetzt meine Ausrüstungsseite. Gut, ihr Lieben, in diesem Sinne, das soll es schon von mir gewesen sein. Ich möchte mich von euch verabschieden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann pünktlich in 14 Tagen wieder hier auf meinem YouTube-Kanal. Und bis dahin sagt Tschüss, euer Wanderfritze. Thank you.